Wir erweitern die Runde jetzt hier auf der Bühne für Sie, meine Damen und Herren, und werden uns jetzt eine gute halbe Stunde oder länger mit dem Thema Plattformwirtschaft in Österreich auseinandersetzen mit absoluten Top-Experten. Anna Meyer von Accenture haben Sie heute schon gesehen. Liebe Anna, bitte wieder zu uns kommen. Dazu freue ich mich auch über den Besuch von Iris Thalbauer von der WKÖ Bundessparte Handel. Sie wird uns die Branche und den Umgang mit Plattformen näher bringen. Ich würde vorschlagen, wir nutzen jeweils zwei Tische, vielleicht die Damen an einen Tisch und halten den dementsprechenden Abstand. Dann freue ich mich über Florian Kraguli von der WU Wien. Er ist Senior Scientist bei der Abteilung für Wissensmanagement an der WU Wien. Herzlich willkommen. Ihn werden wir mal hierher platzieren. Ich werde mich dann dezent auf der Seite halten. Ist unter anderem Experte für Gewerbe und Handel, wo er auch auf akademischer Basis sehr viel Input liefern kann. Und last but not least haben wir Gregor Kadanka bei uns, ein Tourismusexperte. Herzlich willkommen. Bitte schön. Den Gregor nehmen wir in die Mitte. Schauen wir, dass der Screen hinten immer wieder frei ist. Ich hoffe, er kann uns sehen. Und somit haben wir hier eigentlich einen wunderschönen Querschnitt durch viele österreichische Branchen, die von der Plattformwirtschaft auf die eine oder andere Weise betroffen sind, vor Herausforderungen gestellt sind. Ich darf mit der Iris Thalbauer vielleicht gleich einmal beginnen, die den österreichischen Handel seit vielen Jahren bestens kennt, auch repräsentiert. Vielleicht einmal ein globales Eingangsstatement. Der Handel hat natürlich als Branche mit großem Umsatzvolumen da auch große Herausforderungen. Wie geht es denn der österreichische Handel mit dem Thema Plattformwirtschaft um? Ja, das Thema Plattformen wird zu einem immer wichtigeren Thema für die österreichischen Handelsunternehmen. Das hat uns vor allem auch die Pandemie gezeigt. Die österreichischen Händler verkaufen natürlich ihre Produkte jetzt vermehrt auf Plattformen und die Konsumenten kaufen auch auf Plattformen. Also wir haben hier enorme Zuwachsraten in der Pandemie gesehen. Und für den Handel hat die Plattform natürlich schon einen riesen Vorteil. Man ist, die Frau Meyer hat es in ihrem Vortrag vorher erwähnt, man hat eine irrsinnige Reichweite als Händler, was die Kunden betrifft. Man muss sich nicht so um diese technischen Details kümmern, wenn man einen eigenen Webshop aufzieht. Also das ist eine kleine Wissenschaft, viele Sources out, aber so bei einer Plattform geht es recht rasch. Und ja, und man kann mit sehr vielen Kunden kommunizieren, muss sich aber schon ganz genau, und das hat auch die Frau Meyer erwähnt, vorher Gedanken machen, auf welche Plattform gehe ich eigentlich mit meinem Produkt. Es ist nicht jede Plattform wahrscheinlich für jeden Händler geeignet. Also wenn ich ein vergleichbares Produkt habe, das ich auf einer riesen internationalen Plattform verkaufen kann, dann wäre ich als kleiner Händler, wenn die Leute Preise vergleichen, das wissen wir ja und das tun sie, wahrscheinlich eher nicht punkten, sondern eher auf eine regionale Plattform gehen, wo auch die Dienstleistungskomponente irgendwo zum Tragen kommt und wo ich hier dann eben regional an meine Kunden herantreten kann. Jetzt wird es wahrscheinlich gestandene Handelsbetriebe geben seit Generationen, die sagen, ich habe mein Geschäft, ich brauche das nicht. Ist das gefährliches Denken zu sagen, nein, mein lokaler Shop, der funktioniert? Also ich glaube, und das ist meine Überzeugung, das Zauberwort ist Omnichannel. Und es ist natürlich wichtig, stationär tätig zu sein. Und das ist ja auch noch der Grundstatus des Handels ist stationär. Also 88% des österreichischen Umsatzes im Handel wird stationär gemacht. Aber man muss halt schon auch sich überlegen, wo der Kunde ist und wo ist der Kunde. Der Kunde ist im Netz, der Kunde ist am Handy, der Kunde ist am Computer. Und ich denke schon, dass es klug ist als Handelsunternehmen, selbst wenn ich ein gestandener Händler bin, dass ich auch diese Möglichkeiten nutze, um mit meinen Kunden zu interagieren. Ich muss jetzt nicht einen super ausgeklügelten eigenen Webshop haben. Ich kann die Möglichkeit der Plattform nutzen, ich kann die sozialen Medien nutzen, wie auch immer. Aber Digitalisierung wird immer wichtiger. Mhm. Was sind so die klassischen Fragen, mit denen dann Mitglieder zu Ihnen kommen, die Beratung brauchen beim Einstieg in den E-Commerce zum einen, aber auch wenn Sie sich für Plattformen entscheiden, kann man da einen Trend erkennen? Es ist von der Grundidee, wie steige ich ein in die Digitalisierung bis hin zur Retoure, wie gehe ich damit um? Mhm. Also der Bogen geht über das gesamte Feld, das kann man in einem Satz nicht beantworten. Mhm. Jede Sparte hat ihre eigenen Herausforderungen, kommen wir zum Gewerbe, zum Handwerk. Der Herr Kraguli, wie gesagt, hat auf akademischer Basis
in seinem Forschungsgebiet an der WU Wien sehr viel mit dem österreichischen Gewerbe, mit dem Handwerk zu tun und natürlich auch mit dem Thema Plattformwirtschaft. Wie steht man dort dem Thema gegenüber? Ja, also ich habe mit Begeisterung Ihren Vorträgen gelauscht und habe immer so mitschwingen lassen, was macht denn das Gewerbe und Handwerk denn? Welche Rolle spielt das in diesem Kanon von diesen Plattformen, von diesem beeindruckenden Beispiel? Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, und so haben wir auch Gewerbe und Handwerk kennengelernt aus der Wissenschaftsperspektive, unter Anführungszeichen, die ticken ein bisschen anders, nicht? Da geht es sehr viel um Individualisierung, individuelle Dienstleistung oder Werksleistung am Kunden und vor allem um die Regionalität und Lokalität der Dienstleistung oder des Produktes. Und das erzeugt schon gewisse Herausforderungen für die Plattform, für sozusagen die Interaktion mit der Plattform. Und sicherlich muss das eine sozusagen intelligente Plattform sein, die das berücksichtigen kann und sozusagen auf diese Besonderheiten Rücksicht nimmt. Also Sie meinen nicht, weil ich eben in diesem Fall gelbe Socken verkaufe, Größe 44, die vielen Menschen passen, im Gegensatz zu, ich hätte gerne einen schönen Wandspiegel von einem Glasermeister, der genau in mein Wohnzimmer oder in mein Badezimmer passt. Ich denke schon, ja. Okay, was ist da jetzt die große Herausforderung oder wie wird es angenommen von der Branche? Ich komme selber aus einer Handwerkerfamilie, ich kenne das Thema ganz gut, also da ist man durchaus selbstbewusst und sagt, brauchen wir das wirklich? Ja, genau. Also so wie wir es kennengelernt haben, und wir haben vor kurzem eine Interviewstudie durchgeführt und kommen zu dem Schluss, und das ist ja auch unser fachlicher Hintergrund, es ist eine Wissensfrage. Sehe ich das als Chance oder sehe ich es als Gefahr? Und tendenziell diejenigen, die gut informiert und ein gutes Wissen über Plattformen und für Plattformen haben, sehen das als Chance und können entsprechend reagieren, so sie das für ihr Geschäft oder für ihren Betrieb sehen wollen. Hingegen die sozusagen eher ängstlich sind, sind auch jene, das geht, glaube ich, gut in Deckung, die einfach, denen dieses Wissen fehlt. Daher sind solche Veranstaltungen wie diese so wichtig, um hier Aufklärung zu leisten und dieses Wissen aufzubauen. Gibt es da so eine Art Role Model Gehabe? Also ich weiß es aus einer speziellen Handwerksbranche, wenn das einem Meister gut tut und der das schafft und die anderen sehen, hoppala, bei dem hat das funktioniert, dann ziehen alle anderen nach. Mag sein, was wir öfters beobachtet haben, ist die, weil Sie gesprochen haben, von so viel Potenzial am Markt neu. Ich glaube, die zwei beispielhaften Charaktere, die Sie vorgestellt haben, ich möchte Bekannte werden, ich möchte ausbauen. Das ist schon mal die erste, wie soll ich sagen, da spießt sich schon, weil viele sagen, meine Auftragsbücher sind ohnehin voll. Was brauche ich jetzt sozusagen noch größer, weiter und in andere Regionen aus mich ausdehnen? Versuchen Sie mal in Wien einen Elektriker zu kriegen. Genau, da beginnt es schon, aber man muss natürlich hier Aufklärungsarbeit leisten und eben, wie gesagt, Wissen aufbauen über die Plattformen und für die Plattformen. Gregor Kadanka kommt aus der Tourismusecke zu uns, ist selbst lange in der Branche tätig, auch im Fachverband Reisebüros. Tätig Mondial ist das Familienunternehmen. Inwieweit hat denn jetzt die Plattformwirtschaft den Tourismus als Ganzes und vor allem die Reisebüros in den letzten Jahren verändert? Naja, muss man mal voraussetzen, dass der Tourismus sich natürlich gerade für diese, wenn wir jetzt über Plattform reden, reden wir über sozusagen die Bedeutung des Internet für den Tourismus und gerade die touristischen Produkte, abgesehen davon, dass es ein gewaltiger Markt ist. Also es ist weltweit 3.000 bis 4.000 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr das touristische Volumen. Also das ist schon ungefähr 7-mal so viel wie der weltweite Automobilmarkt. Nur dass man das einmal so ins Verhältnis setzt und ist als ein ungreifbares Produkt natürlich ganz besonders geeignet sozusagen für den Vertrieb übers Internet vor allem. Und da ist es auch kein Wunder, dass der Tourismus einer der Bereiche ist, wo die Plattformökonomie sehr früh begonnen hat. Also vor 15 Jahren schon und laufend und auch wo wahnsinnig viel Geld hineingeflossen ist. Und das heißt, wir sind da eigentlich schon, was die Marktentwicklung betrifft, in einem Mature Market, also sehr, sehr weit entwickelt. Vorher mein Namensvetter Gregor hat das erwähnt, nicht? Es gibt immer wieder neue Marktlücken im Tourismus, wird das auch immer wieder versucht, aber da ist schon wirklich, sind fast jede Lücke schon inzwischen geschlossen worden. Und wir sind halt jetzt mehr oder weniger so weit, wo die Größeren immer größer werden und wir eigentlich in eine Monopolisierung, wie man es im Handel vielleicht auch zum Teil hat, Monopolisierungstendenzen sehen. Und ich glaube, auf diese Effekte muss man sich dann auch
speziell anschauen. Inwieweit sind Skaleneffekte, inwieweit sind Netzwerkeffekte dafür verantwortlich, dass es gerade bei Plattformen zu Monopolisierungen kommt, mhm, und welche Konsequenzen hat das dann wieder? Gerade im Zusammenspiel mit den sozusagen kleinen Kunden und den kleinen Anbietern auf der anderen Seite, wo dann aber in der Mitte die Plattform eigentlich die Regeln bestimmt. Und, mhm, ich glaube, das ist gerade jetzt im Tourismus ein ganz großes Thema, um das sehr stark gerungen wird. Mhm. Dem anderen Gregor, darf ich sagen, bitte einfach kurz die Hand heben, wir können da nicht anders interagieren. Also wenn was auf dem Herzen liegt oder du dich einschalten möchtest in die Diskussion, bitte einfach feuerfrei. Ja. Weil wir jetzt von Monopolisierungstendenzen sprechen, bin ich wieder beim Handel, wahrscheinlich das weltweit größte und schönste Beispiel dafür für Marktmacht einer Plattform ist Amazon. Kann man sozusagen vom Erfolg von Amazon, der ja unbestritten da ist, etwas umlegen? Kann das österreichische KMU sagen, so haben die das gemacht, ich muss mein Geschäftsmodell, meine Services, die Art und Weise, wie ich meinen Kunden gegenübertrete, wie ich mit ihnen interagiere, anpassen? Also sind wir sozusagen unterwegs ins Amazon-Zeitalter für alle? Aus der Sicht der Plattform traue ich mich da jetzt wenig zu sagen, weil ich mich eher beim Handel auskenne und da zu Hause, mhm, bin. Aber das, was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass man schon aufpassen muss, und das ist, glaube ich, mehrfach jetzt schon erwähnt worden, auch von Ihnen, dass man sich nicht abhängig macht von einer Plattform. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Auf der anderen Seite kann man Amazon auch nicht total verteufeln. Also da verwehre ich mich auch dagegen. Wir haben sehr viele österreichische Unternehmen, die sehr erfolgreich auf Amazon ihre Produkte verkaufen. Nur man muss dann halt natürlich schon aufpassen, dass man sich vielleicht doch ein zweites Standbein aufbaut. Also Amazon ist super zum Probieren, dass man schaut, ob das funktioniert, ob das erfolgreich ist. Und man sollte nicht aus dem Auge verlieren, dass man halt dann doch auf der zweiten Seite schaut, dass es noch andere Plattformen gibt, wo man verkaufen kann. Es gibt auch große österreichische Plattformen, wo das gut funktionieren kann, einen eigenen Webshop macht oder. Mhm. Weil man muss schon beachten, das ist natürlich auf der einen Seite das Gebührenthema, das die Händler trifft. Das ist, so billig ist das ja auch wieder nicht, auf einer Plattform zu verkaufen. Auf der anderen Seite hat man wenig Gestaltungsspielraum, also selber, dass man individual sich darstellt. Und viele andere Dinge gibt es dann auch noch, also wenn es dann zu Konflikten kommt und Beschwerdemanagement. Also, aber man sollte sich mehrere Standbeine aufbauen, und Amazon ist sicher eine gute Möglichkeit anzufangen, weil ich meine, dieses Millionenpublikum, das man hier hat, hat man wahrscheinlich auf keiner anderen Plattform. Ja, aber das heißt, für den kleinen Händler, wenn ich auf die Plattform gehe, muss ich einfach akzeptieren, da gibt es jetzt Spielregeln und an die muss ich mich halten. Also genau so ist es. Also das sind Spielregeln, an die muss man sich halten. Und wenn man sich eigenständig machen will mit einem Webshop, dann ist das natürlich mit extrem viel Aufwand auch verbunden. Weil ich sage immer, also ein eigener Webshop ist so wie eine eigene stationäre Filiale, und man muss auch irgendwo das Know-how dazu haben, von der Technik her, man braucht ein Marketingbudget, man braucht so vieles, um dann wirklich erfolgreich durchstarten zu können. Das dauert, und bei einer Plattform geht es eigentlich recht schnell. Vielleicht kann ich da noch mal einhaken bei dem Thema. Ja, zwei Gedanken von meiner Seite. Ich glaube, es stimmt völlig, dass man ein bisschen aufpassen muss, was die Abhängigkeit angeht von einem Kanal. Deswegen auch das Stichwort Omnichannel, glaube ich, sehr spannend. Im Beispiel jetzt von den Spielregeln ist es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Geschäft öffnen möchte, ja, in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Straße, dann eine unterliege ich ja sehr wohl auch Regeln, was ich dort machen kann, was da erlaubt ist, was da gefordert ist, behördlich, baurechtlich, wie ich werben darf. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen stationären Handel mache, dass es da nicht auch Regeln und Spielgrundsätze gibt, an die ich mich halten muss. Und das Zweite, ich glaube, was man sich abschauen kann von Amazon, und ich glaube, das Schlagwort ist Convenience. Ich glaube, im Endeffekt, die meisten Kunden werden immer dahin gehen, wo es einfach für sie am conveniensten ist. Also wo es am bequemsten ist, wo es am einfachsten, am reibungslosesten abläuft. Und da hat Amazon einfach im Vergleich zu vielen anderen Online-Stores, zu Marken, die selbst verkaufen, so weiter und so fort, einfach einen gewissen Vorteil, dass sogar die
Amazon so verteufeln, irgendwann merken oft, das war jetzt schon sehr chillig, das war jetzt schon sehr einfach, mache ich es halt auch dort und kaufe ich halt auch dort. Und ich glaube, so ist es halt. Der einzelne Kunde möchte so haben, wie für ihn am bequemsten, am einfachsten ist. Ja. Und da kann man ruhig sich ein bisschen abschauen, wie können wir den eigenen Shop nochmal ein bisschen besser handeln? Wie können wir die eigene Logistik anders aufsetzen, den Kundensupport, wie auch immer? Da kann man sicher ein bisschen was lernen. Das geht auch aus unzähligen Studien, Iris Thalbauer wird das wissen, hervor, was den Erfolg von Amazon angeht, ist nicht das Verkaufen von Produkten und auch gar nicht so sehr der Preis, sondern einfach die Logistik dahinter auf den Knopf zu drücken und zu wissen, in 24 Stunden liegt es bei mir vor der Tür und wenn es mir nicht gefällt, geht es auch genauso easy wieder zurück. Also ist auch ein bisschen was zum Nachdenken. Der Herr Kadanka wollte darauf noch was sagen. Ja, ich wollte nochmal den Vergleich ansprechen mit den Spielregeln. Natürlich gibt es Spielregeln, wenn ich jetzt einen Shop in einer Gasse habe, wie der Gregor gesagt hat. Aber der Unterschied ist, ab einem gewissen Punkt in einem Netzwerk, auf einer Plattform, habe ich vielleicht gar keine Alternative mehr. Das ist, wir kennen das von Google, wir kennen das von Facebook, die jetzt keine typischen Verkaufsplattformen sind, aber da ist der Lock-in schon so stark und dann verschiebt sich natürlich die freie Wahl des Händlers oder des Kunden, verschiebt sich auf eine andere Ebene. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch europaweit logistisch jetzt beschäftigt, neben den Fragen wie Steuergerechtigkeit, auch die Frage eben der Spielregeln, die dann eben nicht mehr auf einer freien Wahl basieren können, sondern dann irgendwo in einen demokratischen Prozess neu erstellt werden müssen. Also gerade auch im Reisebereich gibt es ja immer wieder Punkte, zum Beispiel ein Gerichtsverfahren in Deutschland, wo es um die Bestpreisklausel bei Booking.com gegangen ist aus dem Reisebereich. Also wo Booking.com mit seiner Marktmacht die Hotels mehr oder weniger zwingen wollte, es auf keiner anderen Plattform und schon gar nicht auf der eigenen Webseite das Zimmer billiger anzubieten als bei Booking. Und wenn du dann mal sozusagen in einer hohen Abhängigkeit bist von einem Fast-Monopolisten, der dann die Regeln bestimmen kann, dann muss es eben auf einer anderen Ebene die Spielregeln gemacht werden und dann nicht mehr sozusagen es dem einzelnen Anbieter überlassen, der Plattform überlassen werden. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Man ist dann speziell bei Plattformen, die ja sehr hohe Marktdominanz haben, dann wirklich in einem Radl drinnen, wo man schwer wieder rauskommt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es jetzt eben auch seit kurzem speziell bei Amazon dieses Mediationsverfahren gibt, wo sich Händler, wo eine unabhängige Stelle sich einschaltet und entscheidet, wie man mit diesen Beschwerdefällen oder mit den Schwierigkeiten umgeht. Auch wir in der Bundessparte Handel haben eine eigene Mediationsstelle für Händler eingerichtet, wo es eben um Unstimmigkeiten gibt bei Marktplatzhändlern mit Amazon. Also hier auch der Aufruf, können sich alle bei uns melden, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Und im Vergleich zum stationären Handel, natürlich gibt es da Spielregeln. Es gibt die Öffnungszeiten, es gibt alle möglichen baurechtlichen Sachen, aber so eins zu eins vergleichbar mit einer dominanten Plattform ist es dann doch nicht. Also da gebe ich Ihnen recht. Ich darf nochmal dort anschließen, wo Anna Meyer uns über die Studie auch erzählt hat und den Plattform-Checker, der dann daraus entwickelt wurde. Wenn man jetzt von oben sozusagen drauf blickt, Sie haben gesagt, es gibt ganz klar erkennbar einen Trend Richtung Plattformwirtschaft. Wie äußert sich der? Wie äußert sich der auch in Österreich und vor allem im KMU-Bereich? Hat man da schon Zahlen? Hat man Erfahrungswerte und vielleicht auch eine Prognose, was kommen wird? Also ganz aktuelle Zahlen im Sinne von auch Covid-bedingt habe ich im Moment nicht parat, aber man hat schon vor Covid einen sehr steigenden Trend erkannt und man weiß von allen Bereichen, dass die Krise, kennt man wahrscheinlich auch aus dem eigenen Verhalten, Plattformen einfach nochmal zum Wachstum verholfen hat, aufgrund von Lockdowns etc. Man sitzt mehr zu Hause, man sitzt mehr vor dem Laptop, man ist vielleicht auch mehr angewiesen auf digitale Plattformen. Und genau, also grundsätzlich die Zahlen, es sind in Österreich regionale Plattformen, gibt es sehr, sehr wenige. Mhm. Allerdings steigt der Umsatz auf Plattformen immer stärker. Und ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht im Kopf, ich habe sie aber hier, ich kann sie nachschauen. Ja, aber die wesentliche Frage ist, wenn die Plattformen wachsen, geht das zu Lasten von irgendwas? Also sperren
Webshops zu, weil sie sagen, das bringt nichts, ich muss zusperren, weil ich kann eh nur verkaufen über Booking.com oder über Amazon. Also gibt es da Erfahrungswerte dazu? Mir liegen diese Erfahrungswerte nicht vor. Mhm. Allerdings kommt es bestimmt zu Verschiebungen, dass gewisse Einkäufe, die vielleicht ansonsten im stationären Handel getätigt werden, sich verschieben auf Online-Shops oder Einkäufe via Plattformen. Ich stelle mir vor, auch im Tourismusbereich, und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege, wo vorher vielleicht gebucht wurde über Telefon oder über E-Mail, dass das jetzt über eine Plattform abgewickelt wird, da verschiebt sich der Umsatz einfach. Ich würde die Zeit... Ich habe nur eine Beobachtung, die ich jetzt gerne teilen möchte mit Ihnen. Es war spannend, weil es ist ja mehr als nur ein Verkaufskanal. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es ja hier mehr geht als um einen zusätzlichen Kanal, sondern es verändert ja die Unternehmen grundsätzlich. Deshalb sprechen wir auch von Plattformökonomie. Genau. Es ändern sich die Nutzenerwartungshaltungen. Und das Beispiel von Go Student war ja sehr eindrücklich, wie Sie gesagt haben, jeder, und Sie haben die Beteiligten aufgelistet, muss einen Nutzen haben aus dieser Transaktion über eine Plattform. Und um dasselbe geht es ja hier. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Nutzen haben und es verändert in letzter Konsequenz aber das Unternehmen nachhaltig und wesentlich, weil so wie Sie sagen, das Businessmodell verändert sich einfach und schaut heute oder morgen ganz anders aus, als es früher ausgesehen hat. Und da geht es eben mehr als nur um einen zusätzlichen Verkaufskanal. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, den man verinnerlichen muss. Ja. Jetzt sehen uns sicherlich viele interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer zu, die auch ein bisschen vielleicht Tipps oder Tricks hören möchten. Und Gregor hat in seinem Vortrag einige Killer-Argumente gebracht. Also das Bedürfnis, das mal vorhanden sein muss, logisch, ohne dem macht es ohne dies keinen Sinn. Ich habe mir notiert, Vertrauen. Wie gelingt es mir sozusagen, meine Plattform zu einer vertrauenswürdigen Plattform zu machen? Was kann sozusagen auch der Shopbetreiber dann daraus profitieren? Ich stelle mir jetzt vor, Im Gewerbe, im Handwerk ist es noch nicht so etabliert wie im Handel beispielsweise, wie im Tourismus. Da hat man diese Meter noch zu gehen. Wie sehen da die, gibt es da einen Masterplan oder wie sehen da die Anstrengungen aus? Also ich würde das so beobachten, wie Sie das jetzt gesagt haben. Und es gibt ja an mehreren Punkten, kann diese Digitalisierung greifen. Also es ist ja nicht sozusagen eine binäre Veränderung von handwerklichem Tun mit der Hand hin zu einer Vollautomatisierung, sondern Digitalisierung kann ja auch angreifen am Anbahnungsprozess als auch am After-Sales-Prozess und sozusagen hier unterstützen den Handwerks-Wertschöpfungsprozess an sich unterstützen. Und was natürlich sehr spannend ist, weil das würde auch die Bedürfnisse, die wir immer wieder von Handwerkerinnen und Handwerkern hören, dass sie sich auf ihr Handwerk konzentrieren wollen und Entlastung spüren wollen, sozusagen am Beginn des Wertschöpfungsprozesses und am Ende, dort kann das natürlich interessant sein. Ja? Und da, wenn man so sehen kann und so einbauen kann und so nutzen kann, ist es sicherlich keine Gefahr, keine unmittelbare für das Handwerk an sich, für den Wertschöpfungsprozess, sondern Unterstützung, wie gesagt, am Beginn und am Ende dieses Prozesses. Und Gregor hat auch erwähnt, das Thema Konkurrenz. Man muss ja eigentlich mal die ins Boot holen, die a priori mal Konkurrenten sind, die sozusagen selbstständigen Nachhilfelehrer, sage ich jetzt mal so. Ähnliches Beispiel hat man ja wahrscheinlich auch im Tourismus, ein gar nicht einmal so unwesentliches Konkurrenzverhältnis von Hotel A zu Hotel B und jetzt treten die da quasi noch einmal konzertiert auf einer Plattform. Wie muss man sich das als Outsider der Branche vorstellen? Naja, das ist sicher und jetzt auch nochmal zurückzukommen auf die Frage sozusagen nennen Sie jetzt einmal Kannibalisierung, nicht? Weil wenn Sie Omnichannel ansprechen und man sagt jetzt, okay, da gibt es natürlich im Tourismus, in der Hotellerie, von jedem Hotel die Bestrebung, den Gast direkt zu gewinnen, direkt zu mir. Jetzt, aber für den Kunden bringt das natürlich wieder einen Mehrwert, auf der einen Seite sozusagen alle Hotels auf einer Plattform zu finden, das sind sozusagen widerspricht diesem grundsätzlichen Bedürfnis, den Gast an sich selber zu binden. Also das ist auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis. Und dann das Zweite, was Sie auch angesprochen haben, wenn wir jetzt auf gleichen Verkaufsebenen sind, ja, dann spielen die Skaleneffekte einfach eine riesige Rolle, weil die technologische Entwicklung halt im Grunde genommen, ja, wenn sie einmal gemacht ist, dann nicht mehr sehr viele Sprungkosten erzeugt. Das heißt, der
Trend, dass das dann immer mehr quasi über eine Plattform geht und dann andere vielleicht auch Herausforderer dann eigentlich kaum mehr eine Chance haben, auch wenn sie ein besseres Produkt haben oder mehr Kundennetz Nutzen erzeugen, dann nochmal hineinzukommen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Thema, weil am Anfang wird durch die Plattformen sicherlich der Kundennutzen erhöht und es wird alles irgendwie für alle besser. Ja, so wie der Gregor das beschrieben hat. Es wird für die Lehrer besser, es wird für die Schüler besser. Und dann aber an einem gewissen Punkt sozusagen stimmt das nicht mehr, weil sozusagen der eigentlich kein Wettbewerb mehr herrscht. Und ich glaube, das ist ein Thema. Gregor, kurz bitte. Zu Themen aus dem persönlichen Leben ein Beispiel, weil Booking.com hier schon öfters gefallen ist. Ich habe vor 3 Monaten entschieden, nicht mehr über Booking.com zu buchen. Ja, weil einfach mein Nutzen und mein Value nicht mehr hoch genug war, um es dort zu buchen. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, wie auch die Großen immer aufpassen müssen, es nicht zu übertreiben. Ja, ich konnte dann nicht das Zimmer ordentlich wechseln, ein Upgrade war nicht möglich. Es gab 3-4 Sachen und das ist mehrfach passiert, dass einfach den Nutzen aus Booking nicht mehr erhöht haben. Das heißt, maximal, ich schaue dort noch nach den Hotels. Und aber auch auf Hotelseite, gerade die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wo ich sowieso weiß, wenn ich das nächste Mal in Mailand bin oder wo auch immer, möchte ich dort wohnen, weil die einfach von vorne bis hinten ein super Erlebnis mir geliefert haben, einen super Kundensupport und Preis-Leistung stimmt, dann ist es, brauche ich nicht nochmal Hotels vergleichen und suchen auf Booking.com, weil ich weiß, dass das mein Hotel ist, in das ich gerne gehe in Mailand. Das heißt, klar, es stimmt, es kommt wieder es wird bei diesen Fällen eine Größe erreicht, wo einfach es eine Abhängigkeit entsteht und die Regeln vorgeben. Ich sage nur, auch die müssen alarmiert sein, sich immer neu zu finden und zu optimieren. Sonst bieten sie den Value eventuell nicht mehr oder es kommt eine andere Plattform, weil sich das Hotelbuchen in Zukunft nochmal technologisch verändert, sich in die Virtual Reality verabschiedet, was auch immer. Ich schmeiße nur mit Passwords herum, wo sich dann eine neue Plattform erfindet. Ich sage nur, wie wir das bei uns machen, auf Tutor-Seite, einer der wichtigsten KPIs eigentlich global, die wir uns ansehen, ist der Tutor-NPS, weil wir einfach dafür sorgen müssen, dass die weiterhin zufrieden sind und nicht von uns weglaufen. Ja, weil auch Booking.com ist nicht die einzige Plattform. Die haben es vielleicht ein bisschen leichter, die haben ein Stadion erreicht, wo sie schon deutlich größer sind. Aber wir bei GoStudent wissen einfach, wir sind abhängig von den Lehrern und da muss einfach eine gewisse Zufriedenheit da sein und an der müssen wir arbeiten. Es gibt Plattformen, die machen das weniger gut. Es gibt Delivery-Companies, die haben einen negativen NPS bei ihren Drivern. Also da gibt es schon auch abschreckende Negativbeispiele, keine Frage. War aber nur eine kurze Anekdote zu Booking, also ich buche dort nicht mehr. Danke. Ja, ich darf unsere Zuseher nochmal aufrufen. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten eingeplant. Wenn es noch Fragen gibt, die unter den Nägeln brennen, einfach her damit. Die Julia Heiß hat eine Frage gestellt, welche digitalen Plattformen gibt es in der jeweiligen Branche? Ich glaube, wir haben die schon mehr oder weniger beantwortet, von GoStudent im Ausbildungsbereich über Amazon, über Booking.com. Im Gewerbe- und Handwerksbereich zeichnet sich da ein Platzhirsch ab mit österreichischer Note? Ich glaube schon, aber es gibt hier auch eine Vielzahl. Ich habe erst in Vorbereitung auf den heutigen Nachmittag mir nochmal eine Studie von Kollegen in Deutschland angesehen. Die haben über 100 identifiziert, wobei sehr breit gefächert. Also unglaublich, was sich hier tut. Und ich glaube, da gibt es schon Dominante und die Frau Mayer wird das vielleicht besser beantworten können. Da gibt es schon Dominante, da ist noch sehr viel in Bewegung, sodass sich hier noch herauskristallisieren kann, wer es machen wird, das Rennen. Und bei der Bewertungsthematik sind wir bei einem heiklen Thema. Im Fall von Gregor ist es wahrscheinlich am schwierigsten, weil ja Menschen bewertet werden. Das ist eine uralte Diskussion. Ist das gut? Ist das gut, wenn Lehrer bewertet werden? Gibt es jetzt auch gerade ein Höchstgerichtsurteil zu einer App in Österreich dazu? Ist es okay, wenn man Ärzte bewertet? Kann der Patient wirklich sagen, ob der Arzt der richtige war für ihn, nur weil er halt sehr nett war, aber das Leiden vielleicht nicht kuriert hat? Also das ist ein heikles Thema. Jetzt ist die Frage, wie geht man oder was gibt man, Frau Dalbauer, einem österreichischen Handelsbetrieb mit an Rüstzeug seitens der WKÖ, wenn der sagt, ja, aber wenn ich da jetzt meine Sachen verkaufe und dann bin ich ja quasi im Störfeuer, werde ich ja bewertet von den Kunden, vielleicht fällt das auch manchmal nicht so gut aus. Das ist ja auch eine neue Erfahrung für einen kleinen Betrieb. Ja, also das Bewertungsthema ist natürlich ein sehr heikles Thema, das wissen wir seit Jahren eigentlich schon, ja. Und es ist aus meiner Sicht da ganz wichtig, dass man eben auch, wenn man auf einer Plattform ist, weil
Bewertungen können ja auch bösartig sein, ja? Dass man mit der Plattform Kontakt aufnimmt und dass es auch die Möglichkeit gibt, diese Bewertungen dann auch zu entfernen. Also das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht. Und man muss aber auch, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich mit den Bewertungen auseinandersetzen, ja, und Feedback geben und darauf eingehen. Ja, also wenn die Kritik berechtigt ist, dann ist das ja eigentlich keine schlechte Sache. Dann muss man das nutzen, um eben besser zu werden, Feedback zu geben. Wir alle machen Fehler, das ist ganz klar. Es kann einmal was passieren, es kann beim Webshop passieren, dass man das falsche Produkt bestellt oder die Größe nicht stimmt oder mit der Retoure was irgendwas nicht hinhaut, da muss man dazu stehen und muss darauf eingehen. Also ich denke, das Schlechteste ist nicht zu reagieren auf Bewertungen. Mhm. Also die Kritik annehmen, darauf eingehen, aber wenn sie unberechtigt ist, auf alle Fälle aus meiner Sicht dann mit dem Plattformbetreiber Kontakt aufzunehmen, weil da passiert leider auch recht viel Schindluder. Also das heißt, ja. Kritik annehmen, wenn sie gerechtfertigt ist. Ich kann mir vorstellen, Gregor, glaube ich, schaut so aus, als würde er gern was sagen. Ja, kurzer Punkt, da möchte ich nämlich noch unterstreichen und einhaken, weil ich finde, das trifft total zu. Ich glaube, die Möglichkeit oder ganz wichtig, dass diese Bewertungsplattformen tatsächlich dafür sorgen, dass das verifizierte Bewertungen sind von echten Kunden. Und das klingt jetzt Standard, dass das so sein müsste, aber es gibt genügend Plattformen und wir selbst haben mit welchen zu kämpfen, wo sozusagen überhaupt nicht bestätigt werden kann, dass das tatsächlich ein Kunde war und in welcher Verhältnis der mit der Firma stand. Mhm. Ja, das heißt, das wird dann gegen Konkurrenten verwendet. Da werden Dinge frei erfunden und der in einem Hotel, ich war vielleicht gar nicht in einem Hotel, lasse aber einen riesen Schaden entstehen, weil ich mir einbilde, ich möchte ein schlechtes Kommentar oder irgendeine Lügengeschichte verbreiten. Mhm. Ich denke, die Möglichkeit, Reviews zu geben, ja, aber es muss eine gewisse Verifikation sein und für die Unternehmen die Möglichkeit, darauf einzugehen, ja, und auch anzuprangern, wenn etwas ein Review ist, das nicht von einem bestätigten Kunden ist. Ja. Also wenn es aus der Branche kommt oder von einem Konkurrenten, erfüllt es auch klar einen Straftatbestand, gibt es auch schon Urteile dazu, dass man sagt, das erfüllt den Tatbestand der üblen Nachrede, dann kann es natürlich auch vor Gericht gehen. Ich kann mir vorstellen, gerade im Tourismus, einer heiß umkämpften Branche, ist das ein Dauerkopf-Thema, oder? Ja, absolutes Thema und neben den absichtlich falschen Kommentaren gibt es auch die unabsichtlich falschen Kommentare. Also wir haben es immer wieder damit zu tun, sozusagen, dass einfach Namen verwechselt werden. Oder bewertet das falsche Hotel. Ja, bewertet das Hotel Post. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt um die 500 Hotel Posts in Österreich. Da kann man schneller mal auf Google das Falsche bewerten. Und derjenige, der dann da bewertet wurde, hat fast keine Chance, sich dagegen zu wehren. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Und das andere ist auch noch sozusagen, was dem, gerade wenn das Produkt jetzt nicht gut vergleichbar ist. Ja, Sie haben es bei den Ärzten angesprochen, aber beim Hotel ist es ja genau. Also dem einen gefällt das und dem anderen gefällt das nicht. Und das ist immer sehr schwierig, dann sozusagen aus den Bewertungen heraus rauszufiltern. Ist das jetzt, ich glaube, das ist auch die große Kunst, wenn man heute ins Reisebüro geht. Das ist fast ein psychologisches Gespräch, weil man eigentlich herausfinden will, diese Person, die da jetzt vor mir sitzt, was braucht die, was will die, was gefällt dir? Weil da hilft das Internet nicht wirklich weiter, weil dort hat man immer nur sozusagen standardisierte Bewertungen von irgendwelchen Leuten, von denen man nichts weiß. Und umgekehrt weiß man nicht, ob das jetzt für einen selber zutrifft. Also das ist so, gerade bei so komplexen Produkten, gerade auch wird es ganz, ganz schwierig, sozusagen das wirklich in einem Stern von 1 bis 5 abzubilden. Mhm. Ich würde den Herrn Kragulli gerne noch fragen, das Plattformenthema im Handwerk hat ja auch so ein bisschen immer diesen Geruch von Mac-Jobs, von Lohndumping, also der Friseur, die Friseurin, der kleine Insteller, der muss jetzt da, der wird jetzt gezwungen, sozusagen weiter runter zu gehen, damit er überhaupt existieren kann. Ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss in Österreich? Ich glaube, das gibt es zwei Antworten darauf. Das eine ist, die Plattform kann natürlich im Handwerksbereich ein Sprungbrett sein für die Solounternehmerinnen und Solounternehmer, um da sehr schnell zu wachsen, sehr schnell an einen Markt zu kommen, mit
sehr wenig Aufwand. Also erinnern Sie sich, was ich vorher gesagt habe, ja, an Bahnungsphase. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, und wir haben es mehrfach gehört, die Spielregeln der Plattform. Und da abhängig von der Plattform und diesen Spielregeln wird dann Wert darauf gelegt, dass dieses Unternehmen gewisse Standards zugrunde legt. Mhm. Stichwort Lohndumping, Stichwort Qualifikation, Meisterqualifikation und dergleichen. Mhm. Und das sind sicher Parameter, die sehr fürs Handwerk ausschlaggebend sind. Und die Akzeptanz solcher Plattformen prägend entscheiden. Ich habe von vielen Handwerkern, die noch nicht so digitalisiert sind, gesagt, das mit den Bewertungen, das ist für uns schwierig, weil jetzt kommt da ein Mensch mit zwei Werkzeugkisten in die Wohnung im vierten Stock, beseitigt dort den Wasserschaden. Also das Letzte, was der irgendwie im Moment im Kopf hat, ist dann, um eine Bewertung online zu bitten. Kann man das unterstützen? Ist der Trend in die Richtung da? Den kleinen Gedanken hatte ich, als ich jetzt zugehört habe dem Kollegen mit dem Tourismus, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist auch ein anderes Business. Ja. Also das löst ja ganz andere Prozesse aus in einem Unternehmen. Und Handwerker sind nicht primär ihre Aufgabe, sehen sie wahrscheinlich nicht primär darin, sozusagen den Usern nachzulaufen und hier korrigierend einzugreifen, was über einen geschrieben wird. Also da ist sicher... Da kommt sozusagen diese Skalierbarkeit eines solchen Systems wieder negativ zurück. Mhm. Wenn man alleine gegen eine Masse von Kundinnen und Kunden oder eben Nicht-Kundinnen und Kunden. Also da gehört sicher nachgeschärft. Okay. Ja. Fein, dann sage ich vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren. Es war sehr spannend, aufschlussreich. Ich hoffe, dass unsere Zuseherinnen und Zuseher da einiges mitnehmen konnten, was Plattformen in Österreich angeht. Ihnen wünsche ich einen schönen Nachmittag und bei uns geht es hier nach einer kurzen Pause von etwa 15 Minuten weiter. Dem Gregor sagen wir alles Gute, danke fürs Dabeisein. Danke für alles. Alles Gute mit Go Student. Bei uns, wie gesagt, kurze Pause und es geht um 16:30 Uhr weiter.